Hallöchen und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Runde Bombardin labert. Ich habe mir mal wieder einen ganzen Stapel voll mit Dingen aufgeschrieben und die klapper ich jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Ich habe ganz viele Neuigkeiten heute. Ja, wir beginnen mal mit dem Wichtigsten, nämlich Conan Exiles. Das geht jetzt in eine kleine Mini-Pause von 2 bis 3 Tagen, was einfach daran liegt, dass ich das Projekt ja gemeinsam mit Just Me mache und wir einfach keine Zeit gefunden haben, gemeinsam zu spielen. Ja, wir streamen es demnächst wieder und dann geht es auf jeden Fall wieder weiter. Also keine Sorge, es ist nicht abgebrochen oder so, aber ja, wir haben einfach im Moment kaum Zeit dafür gefunden, gemeinsame Zeit. Ja, was künftige Guides betrifft, muss ich jetzt mal leider ein bisschen zurückrudern. Einerseits, weil ich aktuell einfach kaum Zeit finde, Videos privat zu produzieren. Andererseits, ja, um ehrlich zu sein, habe ich im Moment nicht so viel Bock, mich beleidigen zu lassen. Es gibt einfach 2 Arten von Kritik. Das eine ist konstruktive Kritik. Klar, ich bin menschlich, zumindest vermute ich das. Auch mir passieren mal Fehler oder Ungenauigkeiten und naja, hey, nobody's perfect. Es gibt auch... Wie gesagt, viele unter euch, die geben wirklich sinnvolles Feedback, geben Verbesserungsvorschläge oder tolle Ergänzungen oder was auch immer. Und das ist für mich vollkommen okay. Ich bin sogar mega dankbar für sowas. Es gibt aber leider auch sehr viele Leute da draußen, die Kritik als Deckmantel für Beleidigungen nutzen. Und auf sowas habe ich, ehrlich gesagt, keinen Bock. Klar, solche Kommentare werden gelöscht und die Leute blockiert, das heißt, die können dann nichts mehr hier schreiben. Trotzdem möchtest du einfach sowas nicht lesen, wenn du stundenlange Arbeit in ein Video investiert hast und das dann in solch einer Form quasi gewürdigt wird. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal eine kleine Guide-Sommerpause gegönnt und ja... Demnächst sind Ferien, das heißt, ich habe wieder massig Zeit, weil ich keine Kinder mehr bespaßen muss und vielleicht ist mir dann langweilig und ich produziere mal wieder irgendwas Guide-mäßiges, aber ja, bis dahin müsst ihr euch jetzt einfach in Geduld üben, sozusagen, und vielleicht das Let's Play gucken. Was gibt es ansonsten noch so Neues? Viele von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich mit Stardew Valley ein neues Projekt gestartet habe. Naja, so neu ist es eigentlich gar nicht. Das gab es ja auch schon auf dem Kanal und es kam... Naja. Aber wie sagte einst ein Let's Play-Guru so schön, man soll das spielen, was einem Spaß macht. Es sei denn, Gronkh hat es schon gemacht. Nein, jetzt mal im Ernst. Stardew Valley habe ich immer wieder privat gedaddelt in der letzten Zeit und es ist einfach ein Spiel, das mir persönlich unglaublich viel Spaß macht. Man hat so dermaßen viele Möglichkeiten, es gibt so unglaublich ja, viel in einer solch begrenzten Welt zu entdecken, so viele Secrets und. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein Stream-Let's Play draus und nehme das für YouTube auch auf. Und naja, Klickzahlen sind nicht alles. Und ja, solange es Spaß macht, warum nicht? Und dann war da... Als ich diesen Trailer vor 2 Tagen gesehen habe, war ich echt geflasht. Ich habe mir No Man's Sky nach dem riesigen Shitstorm damals für ein paar Euro geholt und zunächst war ich... Also es war tatsächlich scheiße, ja. Aber was ich letztens so an Gameplays gesehen habe, das hat mich wirklich positiv überrascht. Und das Spiel scheint sich megamäßig gemausert zu haben. Und mit dem neuen Update, das am 24. Juli erscheint, scheint es nun tatsächlich das Spiel geworden zu sein, was einst angekündigt wurde. Und darauf habe ich Bock. Deswegen wird es künftig auch No Man's Sky auf diesem Kanal hier zu sehen geben, sofern ich es gebacken bekomme, es gleichzeitig zu streamen und aufzunehmen. Aber mit dem NASA-PC, den ich hier stehen habe, sollte das jetzt kein großes Problem darstellen. Hoffe ich zumindest mal. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall gehypt auf dieses Spiel. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, zunächst werden wir es einfach mal ein bisschen anzocken und so ein paar Folgen auf YouTube hochladen. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich weitermache, wie es mir Spaß macht. Ob es quasi eine neue Let's Play-Reihe wird oder ob es eben beim Angezockt bleibt. Das hängt so ein bisschen, wie gesagt, echt davon ab, ob ich Bock drauf habe. Also, wie es mir einfach gefällt. Aber bislang bin ich schon sehr, sehr gehypt. Ja, ansonsten war es das auch wieder mit Bombardin Labert für diesen Monat. Ich bedanke mich bei dir für deine Unterstützung und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.